geht um die Sache mit den Gravitationswellen. Wie entstehen Gravitationswellen? Was sind Gravitationswellen eigentlich? Also, ich mache Wellen. In dem Fall Wasserwellen. Also Wellen, die sich im Wasser bewegen. Aber so, Achtung, darf man sich Gravitationswellen nicht vorstellen. Es gibt nämlich gar kein Medium da draußen. Aber es gibt Gravitationswellen. Und das ist eine großartige Sache. Denn Gravitationswellen können uns möglicherweise in der Zukunft etwas über die Vergangenheit des ganzen Kosmos sagen. Und zwar eindeutig. Also bevor wir zu den Gravitationswellen kommen, müssen wir erstmal klären, was ist eigentlich Gravitation? Und das ist schon ein schwieriges Thema. Denn so richtig verstehen, was Gravitation eigentlich ist, das haben wir immer noch nicht so richtig verstanden. Die Gravitation unterscheidet sich fundamental von allen anderen Kräften. Also die Kräfte, die die Materie zusammenhalten, die verstehen wir recht gut. Aber was diese Schwerkraft eigentlich ist, das ist immer noch nicht klar. Wir haben gute Modelle dafür, aber wir haben noch kein finales Modell. Angefangen hat ja alles mit Isaac Newton. Der hat ja damals dieses Kraftgesetz aufgestellt. Da gibt es eine Kraft zwischen zwei Massen, die ist proportional zum Produkt dieser beiden Massen und umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung der beiden Massen voneinander. Also die Sonne zieht die Erde so an, wie die Erde die Sonne anzieht. Und die Erde zieht den Mond an, wie der Mond die Erde anzieht. Also Balance. Aber was bitteschön ist denn eigentlich die Kraft? Ich meine, zwischen den beiden ist ja jetzt nicht irgendwie ein Gummiband oder sowas. Und daran merkt man schon, bei der Gravitation muss man richtig abstrakt denken. Denn offenbar gibt es zwischen den beiden eine unsichtbare Wechselwirkung, die sich irgendwie vollzieht. Irgendwie spüren die einen was von den anderen, obwohl sie nicht direkt miteinander verbunden sind. Und der Nächste, der sich darüber Gedanken gemacht hat, war Einstein. 1915 wird Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie eine ganz andere Begründung für die Gravitation angeben. Er behauptet nämlich, die Raumzeit werde gekrümmt durch die Anwesenheit von Massen. Und diese Krümmung, die wäre letzten Endes der Ausdruck für die Wirkung, die wir dann sehen. Also so würde zum Beispiel die Sonne im Mittelpunkt des Sonnensystems praktisch in der Tiefe des Schwerkraftfeldes sitzen und drumherum die Planeten bewegen sich auf Bahnen, die sie genau im energetischen Gleichgewicht halten. Also so könnte man es auch ausrechnen und so hat man es auch ausgerechnet. Aber was hat der Einstein damit gemeint mit dieser Raumzeit? Nun, ich will mal als vielleicht kleines Analogon oder vielleicht also auch als Bild mal Folgendes benutzen. Stellt euch mal Folgendes vor, da schaut jemand aus dem vierten Stock eines Hauses von oben auf spielende Kinder im Hinterhof. Und diese Kinder spielen mit Glaskugeln und diese Glaskugeln rollen über den Boden. Und offenbar gibt es dort irgendwelche Kräfte, die diese Glaskugeln von ihren geraden Bahnen ablenken. Man könnte von großer Entfernung vermuten, ach, das sind bestimmt magnetische Kugeln und die können sich gegenseitig anziehen oder aber abstoßen. Das wäre der Blick von Newton. Der Blick von Einstein ist derjenige von jemand, der direkt daneben steht und der sieht, dass die Kugeln sich deswegen auf krummen Bahnen bewegen, weil der Untergrund krumm ist. Dort gibt es Mulden und Erhöhungen und deswegen laufen die Kugeln auf krummen Bahnen. Das heißt also, der Blick von Newton war sehr entfernt, der von Einstein war schon näher dran. Das Tolle allerdings an der allgemeinen Relativitätstheorie ist nun, dass sie etwas einführt, nämlich die Raumzeit als ein Medium, quasi so wie das Wasser, nur eben kein Medium mit einer Eigenschaft wie das Wasser, das in der Lage ist, den Teilchen, den Massen, aber auch den elektromagnetischen Wellen den Weg zu weisen. Letzten Endes ist die Raumzeit das, was ist. Das, was sich ausbreitet im Universum, ist die Raumzeit. Das, worauf die elektromagnetischen Wellen laufen, ist die Raumzeit. Die Raumzeit ist das, was ist. Also die drei Dimensionen, räumlichen Dimensionen und die Lichtgeschwindigkeit, mit der sich Wirkungen in diesen drei Dimensionen ausbreiten können. Und damit wird ein Kegel aufgemacht, was kann überhaupt miteinander in Wechselwirkung treten, was kann überhaupt etwas voneinander erfahren. Und so ist die Gravitation
laut der allgemeinen Relativitätstheorie nicht zu unterscheiden von Beschleunigung. In einem beschleunigten Bezugssystem könnte ich nicht unterscheiden, ob es sich um ein Gravitationsfeld handelt oder um einen beschleunigten Fahrstuhl zum Beispiel. In beiden Fällen würde eine Waage mein Gewicht angeben. Es gibt keinen Unterschied zwischen schwerer und träger Masse. Und damit war die Grundlage gelegt für eine der großartigsten Geistesleistungen der Menschheit. Denn die allgemeine Relativitätstheorie erklärt nicht nur, wie das Universum sich als Ganzes entwickelt, sie erklärt vor allen Dingen auch, was passiert, wenn Materie zum Beispiel sehr kompakt in einem Objekt sich so zusammenzieht, dass aus ihm überhaupt keine Information mehr herauskommt. Sie erklärt schwarze Löcher. Sie erklärt viele beobachtete Phänomene, die wir heute tatsächlich mit ganz, ganz hoher Präzision messen können. Und eine der Phänomene, für die wir noch nicht so lange Messmethoden haben, sind Gravitationswellen. Gravitationswellen? Von was? Naja, so wie elektrische Ladungen elektromagnetische Wellen produzieren, so produzieren die Ladungen der Gravitation, das sind die Massen, Gravitationswellen. Wenn die elektrischen Ladungen sich bewegen, produzieren sie elektromagnetische Wellen. Wenn die Massen sich hin und her bewegen, erzeugen sie Gravitationswellen. Bei elektromagnetischen Wellen ist es das Vakuum, das fluktuiert. Bei den Gravitationswellen ist es die Raumzeit, die schwingt und propagiert. Wahnsinn! Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass ein mathematisches Konzept, eingeführt von Einstein, um überhaupt allgemeine Relativitätstheorie in Gleichungen schreiben zu können, dass etwas Mathematisches, was ja immer nur gedacht ist, zu etwas Wirklichem geworden ist, dessen Wirkung wir in der Wirklichkeit nachweisen können, wenn es gelänge, das zu messen. Das ist das eigentlich Wahnsinnige. Wann entstehen Gravitationswellen? Im Prinzip, da bin ich jetzt mal ganz, wie soll ich sagen, korinthenkackerisch, im Prinzip eigentlich immer. Immer, wenn eine Masse sich in der Raumzeit bewegt, ort- oder zeitlich verändert, dann entsteht eine Gravitationswelle. Immer. Natürlich kann man sie offenbar nicht nachweisen. Warum eigentlich nicht? Naja, weil die Gravitation selbst ja eine außerordentlich schwache Kraft ist. Ja. Also eigentlich gar nicht da. Die Gravitationskraft zwischen zwei Elementarteilchen ist so winzig, dass man sie vergessen kann. Also die Gravitation ist eigentlich eine fast Nichtkraft. Aber wenn viele Teilchen zusammenkommen, wenn es sich um große Gebilde handelt, also wenn 10 hoch 50, 10 hoch 60 Teilchen zusammenkommen, dann beginnt die Gravitation wirksam zu werden. Man kann sogar ausrechnen, ab welcher Menge von Teilchen das so ist. Die Erde zum Beispiel hat offenbar ein Schwerkraftfeld. Der Mond hat offenbar ein Schwerkraftfeld. Sogar ein Asteroid hat ein Schwerkraftfeld. Aber die Schwerkraft ist schwach. Also ganz offensichtlich hängt die Schwerkraft mit der Menge der Teilchen zusammen, die in einem bestimmten Volumen zusammen sind. Und bei einer Sonne zum Beispiel, bei unserer Sonne, 10 hoch 33 Gramm, da ist schon was da. Das sind immerhin 10 hoch 57 Teilchen. Das heißt, ab einer großen Menge von Teilchen wird die Schwerkraft die dominante Kraft im Universum. Und deshalb ist die Erzeugung von Gravitationswellen auch immer mit Objekten verbunden, die stellar sind. Mindestens stellar, schwer. Am besten sogar kompakt schwer. Also am besten wäre es, man hätte es mit Objekten zu tun, deren Masse auf das kleinstmöglichste Volumen überhaupt zusammengepresst ist. Kurzum, auf schwarze Löcher. Das wäre doch genauso richtig. Wenn wir jetzt Gravitationswellen messen wollen, am Anfang, dann messen wir natürlich zunächst einmal diejenigen, die wir überhaupt messen können. Das müssen starke Gravitationswellen sein. Und starke Gravitationswellen gibt es nur, wenn möglichst konzentrierte Massen, also auf ein kleines Volumen konzentrierte Massen, sich räumlich und zeitlich verändern. Dann hat man es mit etwas zu tun, was Wellen anregen kann in der Raumzeit. Und das Stärkste, was wir uns vorstellen können, was sich da verändern kann, wäre nicht ein schwarzes Loch, was soll es auch machen, so ein schwarzes Loch wäre ja einfach nur da. Sondern wenn zwei schwarze Löcher sich umkreisten und dann sogar miteinander, wunderschöner Konjunktiv,
verschmelzen. Also wenn sie miteinander zu einem neuen schwarzen Loch würden. Das wäre der ideale Sender für eine Gravitationswelle. Wobei man sich schon die Frage stellen muss, wie kann man denn solche Schwingungen von der Raumzeit überhaupt messen? Wie geht denn das? Was für Eigenschaften haben Gravitationswellen eigentlich? Und diese Gravitationswellen würden, wenn wir hier so einen Ring hätten, die hätten so eine Wirkung wie eine Dehnung und Stauchung. Also stauchen und dehnen. Stauchen und dehnen. Und zwar senkrecht zur Bewegungsrichtung der Welle selber. Das heißt, wenn man Gravitationswellen messen will, sollte man praktisch etwas aufbauen, was irgendwie einer Ebene entspricht, wo man diese Stauchungen und Dehnungen messen kann. Und was für Wirkungen hätte man zu erwarten? Naja, das ist jetzt besonders schwierig für mich. Weil wieder müssen wir sehr abstrakt werden und müssen uns vorstellen, wir gehen in die Elementarteilchenwelt hinein und schauen uns an, wie klein sind denn da die Skalen? Also ihr wisst ja das berühmte Beispiel, wenn ein Wasserstoffatom ein Bundesliga-Stadion wäre. Also Wasserstoff, erstes Element im Periodensystem, ihr wisst schon, Element Nummer 1, ein Proton im Kern, ein Elektron außen drumherum. Und das Elektron würde draußen auf dem äußersten Tribünenrang irgendwie rumrasen. Dann wäre ein Atomkern so klein wie ein Reiskorn im Mittelpunkt des Anstoßkreises. Okay? Das heißt, so ein Atomkern ist tausendmal kleiner als die Elektronenwolke um ihn herum. Und jetzt kommt's. Eine Gravitationswelle würde in einem Laserinterferometer, wo man also sehr, sehr lange Laserstrahlen hin und her spiegeln lässt und da ein Interferenz, also ein Überlagerungsmuster erzeugt hat, dann würde eine Gravitationswelle aufgrund der Stauchung und Dehnung dieser Anlage in den verschiedenen Richtungen eine Längenänderung verursachen, die würde einem Tausendstel des Radiuses eines Kernbausteins mit dem Proton entsprechen. Ich wiederhole. Wenn eine solche Gravitationswelle von zwei verschmelzenden schwarzen Löchern bei uns auf der Erde ankäme, in eine solche Interferometeranlage, dann würde sie eine Längenveränderung, eine messbare Längenveränderung von einem Tausendstel Protonenradius bewirken. Also ein ganz schwieriges Geschäft. Gravitationswellen nachzuweisen, direkt nachzuweisen, ein ganz schwieriges Geschäft. Es ist gelungen. Wir haben inzwischen nicht nur eines solchen Event, sondern wir haben mehrere Events, wo schwarze Löcher miteinander verschmolzen sind, wo man sogar merken kann, die Massen der beiden schwarzen Löcher am Anfang sind zusammengenommen. Was am Ende rauskommt, ist das Produkt kleiner. Also die Masse des Endproduktes ist nicht die Masse der beiden schwarzen Löcher, die verschmelzen, sondern ist die Masse der beiden schwarzen Löcher minus, jetzt kommt's, minus der Energie, genau, der Gravitationswellen. Also Masse wurde in Energie verwandelt, in die Energie der Gravitationswellen. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass diese Signale, diese Signalveränderung auch tatsächlich in einem großen Interferometer, nämlich dem LIGO, kilometerlangen Interferometer in den USA, an zwei verschiedenen Stellen gemessen wurde. Also sind an zwei verschiedenen Stellen sind diese Interferometer aufgebaut worden und dann hat man sogar gesehen, mit welcher Geschwindigkeit das Signal läuft, nämlich mit Lichtgeschwindigkeit. Also Gravitationswellen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit. Die Veränderung, die Oszillation und Propagation, also die Ausbreitung von Oszillationen in der Raumzeit, vollzieht sich mit Lichtgeschwindigkeit. Inzwischen haben wir sogar Objekte, da ist ein elektromagnetisches Signal dabei, sodass wir sehen können, woher das die Gravitationswelle kommt. Nämlich dann, wenn ein Neutronenstern, eine Sternleiche, die nicht ganz so schwer ist wie ein schwarzes Loch, Maximum eigentlich nur 2,8 Sonnenmassen hat, wenn ein Neutronenstern, also der Überrest eines großen Sterns, also eine Sternleiche, die sich ebenfalls um ein schwarzes Loch herum bewegt und wenn ein Neutronenstern mit einem schwarzen Loch verschmilzt, dann wird, da der Neutronenstern ja noch Energie abgeben kann ans Universum, kurz bevor der Neutronenstern im Horizont des schwarzen Loches verschwindet, wird ein Gammablitz frei. Und dann hat man Gravitationswellen,
Schwingungen der Raumzeit und elektromagnetische Strahlung. Die allgemeine Relativitätstheorie erlaubt es, die Signalform von solchen Verschmelzungsprozessen ziemlich genau vorauszuberechnen. Also man, mit anderen Worten, man kann Erwartungswerte berechnen, welche Art von Objekt miteinander verschmilzt und wie dann ein Signal aussieht. Also hier zum Beispiel haben wir das Signal für zwei verschmelzende schwarze Löcher. Es geht also schnell. Nach einer Sekunde ist die Sache erledigt. Kaum ist das Objekt hinter dem Ereignishorizont verschwunden, das war's. Fluck. Aber bei zwei Neutronensternen, die miteinander verschmelzen, da hört sich das ganz anders an. Ja, es dauert noch ein bisschen. Das hat natürlich damit zu tun, Neutronensterne sind eben nicht hinter einem Ereignishorizont verschwunden, sondern wenn die beiden miteinander verschmelzen, dann bleibt noch eine ganze Menge an Information hier in der Wirklichkeit und es dauert sehr lange, bis die beiden Magnetosphären vor allen Dingen, also die Magnetfelder der Neutronensterne, miteinander verschmolzen sind. Dabei gibt es auch noch ein ordentliches elektromagnetisches Signal im Allgemeinen. Und auf diese Weise kann man es ziemlich gut unterscheiden. Das ist natürlich wichtig in Zukunft. Wenn man die Analyse von Gravitationswellensignalen immer mehr und mehr verbessert und damit eine ganze Menge mehr erfährt vom Rand der erkennbaren Wirklichkeit. Aber noch besser wäre natürlich, die Gravitationswellen eines einzigartigen Ereignisses nachzuweisen. Eines Ereignisses, das gesamte Universum betrifft. Alles. Was könnte das sein? Was kann es sein, das Ereignis, das Ding, das gesamte Universum betrifft, ne, das Universum selber? Im Universum selber könnte kurz nach seiner Geburt bereits durch die inflationäre Expansion könnten gewaltige Gravitationswellen entstanden sein. Es müssen allerdings ziemlich, wirklich sehr räumlich so groß ausgedehnte Gravitationswellen gewesen sein, dass man dafür sehr, 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 sehr große Detektoren braucht, um die überhaupt nachweisen zu können. Deswegen wird in Zukunft geplant, ist 2037 mit LISA ein Weltrauminterferometer aufgebaut werden. Mit einer Armlänge von 2,5 Millionen Kilometern. Und mit dieser Anlage wird man dann auch, wenn es gut läuft, Gravitationswellen vom ganz frühen Universum entdecken können. Und damit hätte man natürlich tatsächlich die Gelegenheit, Informationen zu bekommen, die uns elektromagnetisch nie so erreichen können. Denn elektromagnetisch schauen wir ja auf den Urknall zurück und landen bei der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das ist für uns der Vorhang, den wir nicht durchdringen können. Da ist aber das Universum schon 380.000 Jahre alt. Da ist es schon auf ein paar tausend Kelvin abgekühlt. Die Gravitationswellen hingegen, die könnten uns etwas erzählen aus einer Zeit kurz nach dem Anfang der Zeit. Und würden uns erklären, wie die verschiedenen Expansionsphasen des Universums wären. Und dadurch, dass das Universum sich ja schon seit 13,82 Milliarden Jahren ausbreitet, könnte man über die Ausbreitung der Gravitationswellen auch etwas erfahren über die Expansionsdynamik unseres Universums. Denn hier schwingt dann nicht nur die Raumzeit, sondern sie breitet sich ja auch aus. Bei den Gravitationswellen handelt es sich ja scheinbar eher um so ein lokales Phänomen, bei den verschmelzenden schwarzen Löchern auf jeden Fall. Bei den Gravitationswellen, die durch die inflationäre Expansion am Anfang, hätte man es ja schon mit großräumigen Gravitationswellen zu tun, die das gesamte Universum durchsetzen. In beiden Fällen handelt es sich um einen funkelnagelneuen Informationskanal, der uns in der Zukunft auf jeden Fall die Gelegenheit geben wird, wichtige kosmologische Parameter neu zu vermessen. Also unabhängig von den anderen Möglichkeiten, wie man das machen kann, vor allen Dingen, wenn wir daran denken, beim Lambda-CDM-Modell, ja, ihr erinnert euch an das Video über die dunkle Energie, dann haben wir ein Video gemacht über die kalte, dunkle Materie, dann das Problem mit der Hubble-Tension, also dieser ganzen Geschichte mit der Hubble-Spannung, dass die einen eine Hubble-Konstante messen von 67, die anderen eine von 73. Das sind ja alles krisenhafte Anzeichen, in denen die Kosmologie steckt. Und dass bei diesem Problem die Gravitationswellen ein interessanter Antwortgeber sein könnten auf zentrale Fragen. Nämlich, wie das Universum als Ganzes expandiert. Also wie es sich ausbreitet.
wer denn nun recht hat. Ob es möglicherweise, wer weiß, bei den Messungen darauf hinausläuft, dass es irgendwo in der Mitte ist. Das hatten wir ja schon mal. Vor 30, 40 Jahren dachten die einen, die Hubble-Konstante sei 50 Kilometer pro Sekunde und Megaparsec, und die anderen dachten 100 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Und die Diskussionen wurden hitzig geführt. Und dann stellte sich raus, die Messungen laufen fast so auf die Mitte, als würde die Wissenschaftsgeschichte lachend darüber hermachen. Wir müssen uns daran gewöhnen, manche unserer Fragen, die werden nicht schlagartig beantwortet, sondern da braucht Wissenschaft nicht ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte, manchmal braucht man drei Jahrzehnte. Die Entdeckung der Gravitationswellen war praktisch 100 Jahre, nachdem Einstein die allgemeine Relativitätstheorie aufgeschrieben hat. Man könnte also analysieren, mit welcher Rate breitet sich das Universum aus und könnte dazu beitragen, ein immer besseres und besseres kosmologisches Modell abzuliefern. Und könnte vielleicht sogar die Diskrepanz, die wir heute haben, bei dem Lambda-CDM-Modell und bei den Beobachtungen, die es gibt, bei all den Problemen, die wir haben mit der Kosmologie, könnten die Gravitationswellen ein ganz neuer Kanal werden, der uns ganz neue Informationen über den Rand der erkennbaren Wirklichkeit abliefert. Also die Gravitationswellen werden uns noch viele Videos entlang begleiten, da bin ich mir ganz sicher. Der Toningenieur, der Louis, der wird mir jetzt gleich an die Gurgel springen, wenn ich versuche zu sprechen und Wellen zu machen. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn ich hier liege und irgendwie keine Luft mehr kriege, unter welchen harten Bedingungen wir hier YouTube-Videos produzieren. Also vor allen Dingen diejenigen, die vor der Kamera sind.